geht aber sogar eigentlich noch. Hätte ich gedacht, wäre schlimmer. Man hat da so ein paar kleine Spritzer. Und die Platte an sich natürlich, ne? Aber echt ohne Witz, kein Vergleich zum Scotty. Junge, 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 ey. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in My Van. Ja, heute geht es um das Thema Campingküche und Kochen. Wir haben ja seit einiger Zeit den Scotty Grill und ja, waren damit, ich sag mal so, am Anfang eigentlich auch sehr zufrieden mit. Was mich allerdings von Anfang an eigentlich immer schon so ein bisschen gestört hat, war Auf- und Abbau. War natürlich immer ein bisschen fummelig. Und wenn man den einmal benutzt hat, war der immer saudreckig. Das fand ich unterwegs auch echt immer schwierig, den dann halt immer wieder so sauber zu machen, ne? Dass du den dann halt wieder ein zweites, ein drittes Mal benutzen kannst. War mir echt immer zu aufwendig. So zu Hause, sag ich mal, wenn man den eingepackt hat, zu Hause in Spülmaschine, alles super. Da wurde der auch echt immer ganz gut sauber, ne? Aber ja, weiß ich nicht. So das ganze Handling drumherum und weil wir auch echt immer viel draußen kochen, war mir echt einfach zu umständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir uns nach einer neuen Geschichte umgeschaut und sind eigentlich auch relativ schnell fündig geworden. Die Niki hat da mal wieder stark recherchiert und was richtig Cooles gefunden. Aber wie sich der neue, ich sag mal, Grill-Campingkocher im Vergleich zum Scotty schlägt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Eins vorweg, das Video ist nicht gesponsert. Wir haben alle Produkte aus eigener Tasche bezahlt. Der Primus Kinya ist ein kompakter Zwei-Flammen-Campingkocher, der sich für den Transport sicher zusammenklappen und verriegeln lässt. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl und druckgegossenem Aluminium bietet der Kinya eine herausnehmbare Auffangschale, die die Reinigung sehr vereinfacht. Der Kocher ist kompatibel mit allen gängigen Campingkartuschen mit Schraubgewinde der Größen 100 Gramm, 230 Gramm und 450 Gramm. Um diesen auch als Grill zu benutzen, haben wir uns noch eine passende Grillplatte von EvoCamp dazu gekauft. Diese ist praktischerweise anti-Haft beschichtet und passt perfekt auf das Kochfeld. Dann starten wir aber erstmal mit dem Aufbau des Scottys. Was ja auch ein Hauptgrund war, weswegen wir uns für einen anderen Kocher entschieden haben. Weil wie man sieht, Deckel aufklappen, Grillplatte drauf. Fertig. Ja, aber gut. Ach so, was ich mir ja übrigens nachher noch dazu gekauft habe, was eigentlich mega praktisch war, hier so eine geteilte Platte, also halb Rost, halb Planscher. Das war eigentlich wirklich cool, wenn man mal so Sachen hat, die beim Grillen, keine Ahnung, irgendwie Käse oder irgendwie sowas, ne? Dass das nicht direkt immer da so durchsuppt. So, jetzt schon dreckig wie Sau. Da ist die Ecke und da ist die Ecke. Das zuerst. Zack. Jawollo. Da würde ich sagen, können wir starten, oder? Bevor wir allerdings so richtig loslegen, würde ich sagen, machen wir noch mal so einen Vergleich von den Specs her. Ne? Also unser Primus im Vergleich zum Scotty. Starten wir mit der Grill- bzw. Kochfläche. Diese ist beim Kinya mit 45 x 24 cm deutlich größer als beim Scotty mit 30 x 21 cm. Beim Packmaß hat definitiv der Scotty die Nase vorn. Mit 3,5 cm zu 8 cm ist dieser deutlich dünner. Das Gewicht ist jeweils mit der dazugehörigen Tasche gemessen. Hier wiegt der Kinya 700 Gramm mehr. Bei der Leistung spielt der Kinya seine Stärke aus und trumpft hier mit 2x3 kW starken Brennern im Vergleich zu 2,5 kW beim Scotty. Der Gasverbrauch ist bei höchster Stufe vom jeweiligen Hersteller mit 2x 180 Gramm pro Stunde bzw. 187 Gramm pro Stunde angegeben. Wenn ich beim Kinya also nur einen Brenner benutze, verbrauche ich etwas weniger Gas als beim Scotty. Preislich liegen beide in der Standardausstattung gleich. Man muss hier jedoch sagen, dass die Tasche beim Kinya separat dazu bestellt werden muss. Der Gaskocher alleine kostet aktuell 139 Euro plus 50 Euro für die Tasche. So ganz kann man die beiden in dieser Konstellation ja nicht vergleichen, da ich so mit dem Kinya nicht grillen kann. Also würde ich die Grillplatte noch mit ansetzen, somit kostet die gepimpte Kinya-Variante 219 Euro. So, für dieses Video haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben uns eine Temperaturpistole geholt.
um wirklich mal zu gucken, das interessiert mich natürlich auch mal brennend, wieso die Temperaturen überhaupt sind. Ne? Also Vergleich jetzt wirklich Scotty, hier Oberflächentemperatur, ist jetzt noch nicht an, machen wir gleich an. Und hier unser neuer Campingkocher. Zeit läuft, Stoppuhr läuft. Muss man jetzt natürlich schon sagen, der Primus, der ist deutlich lauter, ne? Das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der sich noch so ein bisschen eingroovt, aber der ist auf jeden Fall ein bisschen lauter. Der Scotty, der ja, flackert ja auch so ein bisschen, ne? Aber ist nicht so laut wie der Primus. Ich habe jetzt natürlich auch beide Platten an, aber ja, hört man schon ein bisschen, ne? So, ich würde sagen, wir gucken das erste Mal so bei einer Minute. Kamera hat 28 Grad. Krass, 390, ne? Ja, so rund. Nicht ganz, knapp 390 Grad. Gucken wir mal beim Scotty. Der Scotty schwächelt schon ein bisschen, ne? Jetzt haben wir hier links 60 Grad. Also da könnte man eigentlich noch nicht mal ein Spiegelei drauf braten. Ich guck mal hier rechts am Rost. Klar, hier ist natürlich viel höher. Aber ja, 115 Grad. Also erster Hitzetest. Schon mal ziemlich krass, ne? Innerhalb von einer Minute ist der ja grillbereit, ne? Die Platte, würde ich mal sagen. Der Scotty braucht, ja, ich würde mal sagen so, ich meine so fünf, sieben Minuten braucht er ungefähr. Das haben wir ja so früher, als wir immer mit dem gegrillt haben, ne? Also braucht er schon. Ich habe da mal schnell was vorbereitet, eine kleine Champignon-Pfanne, die wir jetzt erstmal anbraten werden. Das ist ja nämlich auch ein Riesenvorteil von dem Primus. Das ist ja eigentlich ein ganz einfacher Campingkocher, wo wir auch mit der Pfanne oder einen Topf draufstellen können, irgendwas braten, kochen können. Das ist natürlich mega im Vergleich zum Scotty. Wenn man das jetzt hier halt sieht, ne? Funktioniert schon nicht. Klar, eine kleinere Pfanne wird dann vielleicht noch gehen. Jetzt müssen wir hier diese Grillplatte natürlich runternehmen. Ich check noch mal eben, wie heiß die ist. Ja, 60 Grad. Guck mal, wie schnell die sich abkühlt. Ne? 5 Minuten jetzt ungefähr. Ich sag mal so Viertel Power. Und dann gucken wir erst mal. Ist dann auch nicht ganz so laut. Ne? Gerade war ja einfach nur Test. Maximale Power. 1:0 für den Primus. Ach so, ich kann ja noch mal eben zeigen, diese Grillplatte, die haben wir uns jetzt nachträglich, die haben wir eigentlich ganz neu, haben wir auch noch gar nicht ausprobiert, wollen wir ja gleich das erste Mal testen. Wir hatten zuvor eine kleinere Grillplatte, die haben wir allerdings auch schon mal benutzt. Die hat den Vorteil, dass die halt nur einen Kocher belegt, quasi einen Kochplatz belegt. Ich zeig die mal eben. Vom Prinzip her genau wie die andere, ist auch so eine beschichtete ja, Grillplatte, auch ganz leicht. Mit so einem Griff dran, der nicht heiß wird. Und da kann man dann hier wunderbar ein kleineres Stückchen Fleisch dann, ne, zu, was weiß ich dann, was man dann hier jetzt auch macht, Champignons in dem Fall. Oder ein Burger Patty oder so. Haben wir ja, als wir letztens in Holland waren, haben wir da Burger gemacht. Das hat eigentlich auch super funktioniert. Und man muss auch wirklich sagen, der ist qualitativ echt sehr hochwertig. Also für den Preis ist er jetzt kein sündhaft teurer Campingkocher, ne? Ich finde, der sieht schick aus, ist dabei aber wirklich sehr hochwertig. Die ganze Konstruktion hier wackelt nichts, ne? Also echt top. Fühlt sich gut an, die Griffe fühlen sich gut an. Was der jetzt hier nicht hat, sieht man jetzt hier nicht. Es ist ein bisschen windig. Der hat ja jetzt nicht hier seitlich nochmal irgendwie so Shots oder irgendwie sowas, so Windshots. Aber ich weiß ja, also Flamme ist bisher jetzt nicht ausgegangen, war jetzt eigentlich null Beeinträchtigung. Wobei man sagen muss, der Scotty ist, glaube ich, schon windgeschützter eigentlich, was jetzt die Flamme angeht. Ne? Also das glaube ich schon. Das ist natürlich mega, oder? Draußen zu kochen, ey, ich finde das so cool. Du hast keine Gerüche im Camper, nix. Ne? Klar, Voraussetzung ist gutes Wetter. Aber sonst wie im Camper. Erste Gericht ist fertig. Weiter geht's mit dem Fleisch. Kommt ja jetzt quasi der echte Grilltest. Das war ja jetzt der Kochtest. Hat der Scotty ja leider verloren, wie man gesehen hat. Jetzt geht's weiter mit dem Grilltest. Und ich mache die jetzt wirklich, also so wie gerade, ne, 25%. Und dann messen wir gleich nochmal die Temperatur, die Grillplatte dann hat. Man sieht hier, ein bisschen wölbt sich die Grillplatte. Ne? Ich meine, klar, das ist natürlich auch eine ganz leichte, das ist ja jetzt keine gusseiserne Grillplatte, die wäre uns auch viel zu schwer jetzt, sage ich mal, zum Mitnehmen halt. Aber das sieht man jetzt hier natürlich, die hat hier so eine leichte Wölbung. Aber gut, ja, finde ich jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Jo, hier haben wir schon 300 Grad, also hier könnte man jetzt loslegen.
Ich glaube, ich bin da so bei 200, 230. Hier am Rand ein bisschen weniger. 230 zu, ja, hier bin ich jetzt schon bei 350. Also wir werden mit den Spießen anfangen, weil die tendenziell ein bisschen länger brauchen. Und ich werde die hier gleich einfach mal drauflegen, nur um mal zu gucken, wie das dann so überhaupt aussieht. Werde den aber wahrscheinlich dann auch echt stark runterregeln. Weil 330 Grad oder 350. Aber gut, starten wir mit den zwei Spießen. Eigentlich wäre hier die Seite cooler für diese Käsegeschichte, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Wir packen den jetzt mal hier so drauf. Den Spieß. Man sieht eigentlich jetzt schon, ne, geht hier schon wesentlich mehr die Post ab als, als drüben. Ja, ich glaube auch. Das geht so schnell hier. Gucken, dass uns das nicht verbrennt. So viel Power hat der, ey. So, ich würde sagen, wir machen auch hier auf dem rechten jetzt mal das hier. Ein Rinderhüftsteak. Das geht aber gut ab hier. Und beim Scotty, wie sieht es hier aus? Ja, sieht auch nicht schlecht aus, muss man sagen. Ein Stückchen ist jetzt hier auch ein bisschen kleiner, ne? Aber, aber das sieht auch gut aus, muss man sagen. Das sind so Datteln mit Speckummantel. Ja, wie man jetzt hier sieht, das ist ja auch der unschlagbare Vorteil, ne? Ich habe ja hier zwei Temperaturzonen, die ich mir machen kann. Ne? Ich kann ja hier links den Bereich, das habe ich ja auch schon gemacht, deutlich runtergefahren. Hier rechts aber immer noch, weil ich ja hier so ein Steak grille, hochgefahren wieder. Ist ja gerade das Schöne, ne? Man sieht ja jetzt hier 220 Grad und hier habe ich 350 Grad. Ist ja natürlich mega, ne? Diese zwei Zonen. Das habe ich bei dem Scotty ja gar nicht. Klar, wo dieser Bereich mit dieser Platte ist, ist schon ein bisschen anders von der Temperatur als jetzt hier direkt über dem Rost. Aber ich kann das nicht so einpegeln, ne? Ich habe ja hier einfach nur an und aus. Mehr kann ich ja hier gar nicht machen. So, gucken wir mal hier eben Kerntemperatur vom Steak. Ja, 51, 52. Brauchen wir noch ein bisschen, ne? Ja, das ist gut. Aber ich muss sagen, also die beiden, die kann man schon vergleichen hier, ne? Die Steaks, klar, ist viel kleiner natürlich, ne? Aber ich finde die vom Bratergebnis her, finde ich die beide tatsächlich gleich. Ja, und jetzt hier sieht man jetzt, hier kommt der Spieß jetzt richtig, ne? Über dem Rost. Also hier diese Planscher-Geschichte, die ist halt echt, ja, vielleicht auch eher so ein bisschen für Gemüse oder irgendwie sowas, ne? Wird halt nicht heiß genug. Ist halt echt so ein bisschen das Schwierige. Nur man saut sich den komplett ein. Klar, ich meine hier die Grillplatte, die sieht jetzt auch nicht mehr so fresh aus, aber ich glaube, die hier nachher zu reinigen, ist wesentlich, wesentlich einfacher als die Platte vom Scotty. Was mir gerade aufgefallen ist, was natürlich so ein kleiner Minus- oder Kritikpunkt ist, wenn man die Grillplatte drauf hat. Ich sehe nicht, ob die Flamme noch an ist oder nicht, ne? Wenn ich jetzt hier aus Versehen so weit runterregel, ja, dass womöglich die Flamme aus ist, sehe ich das nicht. Das ist ein bisschen schwierig und ein bisschen dann natürlich auch vom Handling her. Ne? Ich muss dann die Platte erst runternehmen, dann noch mal eben checken. Obwohl, ich kann es jetzt auch. Ne? Ich ziehe mal eben hier die Platte weg und gucke, ob die Flamme noch an ist. Das geht, aber ist natürlich vielleicht so ein kleiner Minuspunkt. Naja, naja. Also wer seinen Scotty Grill richtig versauen will, holt sich hier so einen Gourmet-Spieß. Damit klappt es auf jeden Fall. Das Teil sieht aus wie Sau. Ah, herrlich. Das sieht aber alles sehr gut aus. Hier haben wir die Champignons, die wir da in der Pfanne gemacht haben. Die oberen Sachen hier sind ja vom Scotty Grill. Die unteren sind von unserem neuen Campingkocher. Und ich muss sagen, diese Geschichte, also man kann definitiv auf diesem Campingkocher grillen. So viel steht mal fest. Noch leider ein bisschen durchgezogen, aber ist natürlich auch ein bisschen kleiner, das Stückchen hier, ne? Muss man natürlich schon sagen. Kann man dann vielleicht auch nicht so direkt miteinander vergleichen.
Das hat auch noch ein bisschen nachgezogen. Finde ich, sieht aber echt richtig gut aus. Noch richtig schön saftig, ne? Und hier oben richtig schön kross. Richtig schön angegrillt. Also man kann definitiv damit super grillen. Mit dieser Grillplatte auch in Kombination. Kann man nicht anders sagen. So, wir hauen jetzt rein. Bon Appetito. So, wir sind fertig mit Futtern. Also man muss grundsätzlich sagen, klar, geschmeckt hat beides nach Grillen geschmeckt, hat Nicke gerade so schön gesagt, aber das trifft es eigentlich genau. Klar, der Scotty ist natürlich auch ein Grill, hat auch immer gut funktioniert, muss man ja auch sagen. Das schmeckt auch wirklich super, das gegrillte Fleisch. Aber wenn man sich jetzt die ganze Geschichte mal anschaut, wie der Grill jetzt aussieht, klar, hier ist natürlich auch ordentlich was los, ne? Hier am Deckel geht aber sogar eigentlich noch. Hätte ich gedacht, wäre schlimmer. Man hat da so ein paar kleine Spritzer und die Platte an sich natürlich, ne? Aber echt ohne Witz, kein Vergleich zum Scotty. Junge, 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 ey. Das sieht ja mal richtig ordentlich aus. Ja, nur mit einem Zeber wird natürlich nicht reichen, ne? Aber so kriegt man zumindest schon mal diesen groben Dreck da jetzt weg. Und so ein bisschen das Fett, ne? Ja genau, was man schon sagen muss, ein bisschen verzogen hat sich die Platte hier tatsächlich. Also die 400 Grad sind nicht spurlos an der Grillplatte vorbeigegangen. Aber ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht so weiter tragisch. Ich meine klar, die Grillplatte, die ist jetzt natürlich auch nicht von der Qualität her so hochwertig. Die war ja auch nicht so wirklich teuer. Ich glaube knapp 30 Euro kostet die aktuell. Man kann sich natürlich für eine gusseiserne Platte entscheiden, die natürlich qualitativ eine ganz andere Nummer ist. Aber erstmal ist der Preis dann deutlich höher und vor allen Dingen das Gewicht natürlich. Ne? Aber muss man dann für sich selber entscheiden, was man dann so haben möchte. Grundsätzlich sind wir jetzt eigentlich erstmal happy. Die nächsten Touren werden es auch erstmal zeigen, ne, was wir da so alles mit kochen und wie das so funktioniert. Aber so der erste Eindruck ist schon mal mega. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, drückt gerne den Like-Button und abonniert gerne den Kanal, falls noch nicht passiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.